Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte mich erstmal recht herzlich beim Benaligen Verlag bedanken für das Leseexemplar. Es handelt sich um Josh Malerman Bird Books. Dieses Buch ist ein Debütroman des Autors und Bird Books hat 400. Da geht es schon los. 317 Seiten. Ja. Und erstmal zur Gestaltung des Buches. Ich finde, Bird Books ist sehr hübsch. Sehr hübsch gestaltet. Nicht nur mit Schutz und Schlag, auch ohne sieht es toll aus, finde ich. Ich nehme den mal komplett ab. Tada! Ja. Ja. Das macht doch schon mal was her. So. Jetzt erzähle ich euch mal, was es geht. In Bird Books geht es um Mallory. Mallory ist eine junge Frau. Die lebt mit ihrer Schwester Shannon zusammen. Und in den Nachrichten wird ein Fall gebracht, wo jemand Suizid, also sich selbst tötet. Okay, das gibt es, glaube ich, jeden Tag auf der Welt. Diese Nachrichten häufen sich und der erste Fall ist in Russland passiert und so mit der Zeit passieren diese Fälle also weltweit. Und am Anfang ist es für Mallory, auch für ihre Schwester, so weit weg, dass sie sich denken, ja pff, ne, wer weiß, manche Leute drehen halt durch. Und als dann auch Fälle passieren in den Vereinigten Staaten, da fangen sie dann schon an, ja, sich so allmählich auch zu fürchten. Es kommt auch in den Nachrichten ein Fall, der nicht so weit weg von ihren Eltern ist. Sie telefonieren dann auch nochmal mit ihnen und die Mutter sagt, es ist alles in Ordnung. Nur die Leute beginnen halt auch Hamsterkäufe dann zu machen und es bricht dann schon Panik aus. Ja, und die beiden entscheiden sich, weil in den Medien dann gebracht wird, es wäre etwas, das man was man sieht. Es ist irgendwas da rumschwirrt, was man sieht und ja, sich dann selbst umbringt. Die Menschen fangen halt an, ihre Fenster abzudunkeln. Wenn sie draußen sind, irgendwas über die Augen zu machen. Nur halt, um das Etwas, was es auch sein mag, nicht zu sehen. Ja, so bricht, kann man sagen, die ganze Infrastruktur der Menschen zusammen. Man muss sich ja bloß mal privat vorstellen, irgendwie, ich mache jetzt die Augen zu und versuche jetzt hier irgendwie dann irgendwie da meinen Alltag zu bewältigen oder irgendwie in den Supermarkt zu kommen. Nee, geht nicht. Das Buch hat am Anfang zwei Handlungsstränge. Einmal den als Mallory mit Shannon zusammenlebt und dann haben wir einen Handlungsstrang, wo Mallory mit zwei kleinen Kindern von 4 Jahren, ihren Kindern, verlassen und allein in einem Haus lebt. Ja, rausgehen, das tut sie schon seit Jahren nicht mehr. Das Einzige, was sie macht, ist hinter dem Haus, in dem sie sich dann befindet, ist im Garten ein Brunnen. Dort lediglich Wasser zu holen und die Kinder nennen, also sie hat für ihre Kinder keine Namen, sie heißen halt nur Mädchen und Junge. Und sie erzählt die beiden schon von klein auf, dass sie sich nur auf ihr Gehör verlassen dürfen. Nie auf die Augen. Ja, soweit oder so viel will ich jetzt darüber gar nicht erzählen. Ich weiß, es gibt ganz viele andere Rezensionen schon und viele sind von dem Buch auch sehr angetan. Ich war es ehrlich gesagt nicht. Er war auf jeden Fall spannend, weil man sich halt fragt, was ist dieses Etwas, was die Menschen dazu bringt, sich selbst zu töten. Ich fand das Buch keinesfalls schlecht, aber manche werden jetzt vielleicht denken, über was macht die sich denn Gedanken, aber mir ging so durch den Kopf. Sie hat da 2 Kinder von 4 Jahren.
Und sie kann ja nicht raus. Sie kann weder im Supermarkt noch wird irgendwo was angebaut. Es gibt ja keine Feldarbeiten mehr. Niemand produziert irgendwas. Wie um aller Herrgotts Willen schafft diese junge Frau es 4 Jahre lang, diese Kinder und sich selbst zu ernähren? Weil ich glaube, nicht mal eine Büchsensuppe hält 4 Jahre. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich daran irgendwie so dran gerieben. Ne? Ich weiß nicht warum, aber also ich wäre in der Zeit ja verhungert. Definitiv. Und dann noch 2 kleine Kinder mit großziehen. Nee. Ja. Ich würde sagen, für diejenigen, die gerne spannende Bücher lesen, ist es auf jeden Fall etwas. Das Ende von Bird Box war ehrlich gesagt nicht meins. Es hat mir nicht so gefallen. Und ich muss auch noch sagen, dieses Buch kostet ja, ich glaube, 19,99 €. Ja, da reibe ich mich auch so ein bisschen dran, weil ich finde, da hätte man die Preisschraube etwas runterdrehen können. Wer schnell liest und wen dieses Buch komplett packt, der, glaube ich, schafft das an einem Tag. Und dafür gut 20 € bezahlen. Die Schriftgröße, ja, die ist normal. Also nicht zu klein, nicht zu groß. Ich zeige euch das mal kurz. So. Ja. Müsste ich jetzt irgendwie Sterne oder Pünktchen oder sowas verteilen? Aber ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen gemein, aber 3,5, 4. Ja, also konnte mich nicht so überzeugen. Die Idee ist okay, fand ich gut, aber was ich gerade schon gesagt habe, wie kriegen die das 4 Jahre da irgendwie hin und sie alleine? Und ich will ja jetzt nicht großartig erzählen, wie es denn in der Zeit kommt, dass sie erst mit ihrer Schwester zusammenlebt und dann auf einmal alleine und die 2 Kinder. Ne? Also das könnt ihr dann schon selber entdecken. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung schreiben, falls ihr schon Bird Box gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Allen noch einen schönen Tag. Ciao.